So, ich möchte jetzt mal einsteigen in die Teekunde. Gibt es da ein Wort für? Hat das irgendwie so Theologie? Ah ne, das wäre dann der Glaube. Teetiet, Teezeit. Es wird morgens getrunken, es wird vormittags getrunken, es gibt nachmittags um 15 Uhr den Tee. Und nicht warum? So dicke Tassen. Jeder aus Friese trinkt mindestens 300 Liter Tee im Jahr. Wir sind die Weltmeister im Tee trinken. Und jetzt wird die Uhr angehalten. Jetzt habe ich sofort das Bedürfnis umzurühren. Aber ein richtiger Ostfriese rührt nicht. Der rührt nicht. Cheers. Prost. Mein Name ist David Julian Kirchner. Ich bin Künstler, das heißt Musiker, also mittellos und heillos verwirrt vom 21st Century. Ich lebe in der Großstadt und manchmal denke ich, ich gehöre hier nirgends wirklich dazu. Es heißt ja, da sei eine Kluft zwischen Stadt und Land. Doch jedem Abgrund wohnt bekanntlich auch ein Zauber inne. Ich bin auf einer Reise an den deutschen Rand, weil ich wissen will, wie die Menschen hier leben und was sie wissen, was ich nicht weiß. Ich habe so viele Fragen. Ist Life ohne Style vielleicht das richtige Leben? Werde ich auf Abgehängte treffen? Wie werde ich empfangen und werde ich Empfang haben? Werde ich je nach Hause zurückkehren? Mein Name ist David Julian Kirchner und das ist Deutschrand. Steife Brise, weite Sicht. Ich bin angekommen, auf Höhenmeter Null, genau neben dem Meeresspiegel. Ich bin in Ostfriesland. Weit entfernt von der nächsten Großstadt scheint die einzige wirkliche Grenze die See. Die Landschaft ist gerade. Vielleicht finde ich sie ja hier, die große Freiheit, bei so viel Platz. Moment mal, warum bin ich überhaupt zu Fuß unterwegs? Ah ja, mein Auto ist futsch. Und zwar so richtig. Operation am offenen Herzen. Wie geht's jetzt weiter? So habe ich mir die Freiheit jedenfalls nicht vorgestellt. You look like a flower. Egal. Wie viel Ostfriesen braucht man, um eine Kuh zu melken? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Aber ich werde es herausfinden. Ich versuche also dorthin zu kommen, wo die Milch herkommt. You look like a flower. Du hast doch Gas gegeben. Blöde Sau. Ich werde bei Sarah in Wiesmoor abgesetzt, im östlichen Teil Ostfrieslands. Die junge Mutter von zwei Kindern betreibt zusammen mit ihrem Mann und ihren Eltern einen Milchviehbetrieb mit rund 120 Kühen. Oh, die sind wirklich groß. Das macht nichts. So, hat man Nina Frau und Kinder im Rücken gesetzt. Aber und wir melken einen zusammen, oder was? Soll ich mitmelken? Mhm. Okay. Du fällst vielleicht ein bisschen auf mit der Jacke, aber dann musst du dich daran gewöhnen, dass viele... Beißt die Kuh? Nee, aber die, wenn die sowas sehen, dann fangen die an zu scheißen. Ja? Du kennst die alle mit Namen? Ja, das ist Edeltraut. Woher weißt du das jetzt? Weil es Edeltraut ist. Was machen wir jetzt? Kühe in den Stall holen, damit wir sie melken können. Ach so, jetzt müssen wir die, kommen die hinter uns her, jetzt getrabt. Bist du scheu? Von Menschen? Ja. Also ich bin, glaube ich, eigentlich sehr offener Mensch, so, aber ich habe bewusst einen Beruf gewählt, wo ich nicht so viel mit Menschen zu tun habe. Ja? Weil, ja. Warum? Also was, woher kommt das bei dir? Hast du nicht so viel mit Menschen wie mit Tieren? Die quaken nicht gegen. Die sind auch nicht jeden Tag gut drauf, aber... Ja. Menschen, da hätte ich nicht so viel Lust gehabt, mit zu arbeiten. Ne? Ja. Gehst du nicht so gerne? Hast du so Sehnsucht so nach so krassen Raves irgendwie in Berlin oder so Berghain? Ich war letzten vorletzte Woche Freitag. Irgendwann war ich bei Roland Kaiser. Okay, echt, und die war der? Toll. Ja? Schneller. Die
Kühe von der Weide zu treiben, ist schwerer als gedacht. Die Rolle des Antreibers ungewohnt. Oh Gott. So, jetzt aber. So. Müsste eigentlich passen, oder? So. So, einmal auf den Operationstisch. Was muss ich jetzt machen? An dem so? Nimm mal die. Einfach einmal ziehen. Aber nicht, dass so der leicht wehtut. Drücken, so. Nicht runterziehen, sondern so. Sozusagen mit einer Seite zu machen. Ich will ja nicht wehtun. Ja? So und dann so. Zusammendrücken, so ein bisschen. Das funktioniert nicht. Oder hat die vielleicht keine Lust, dann nicht das machen? Mit dem Zeigefinger. Und mach mal die gleiche. Vielleicht ist der leer schon. Nein. Zwischen 30 und 50 Liter Milch geben diese Kühe am Tag. Was die Bauern von der Molkerei dafür bekommen, erfahren sie meist erst Wochen später. Obwohl Sarah mit ihrem Hof nicht expandieren will, gibt es etwas, das trotzdem regelmäßig passiert. Kälber machen. Also hier ist das Sperma drin. Du kannst einmal auf die Seite gehen und den Schwanz festhalten. Und was machst du da jetzt? Sehr genau so. Ich bringe nun in die Gebärmutter Sperma. Der Bulle würde es ja direkt davor legen von Muttermund, aber ich bringe es rein, weil ich ja wesentlich weniger Spermien habe als der Bulle. Ja, Mama, ne? Und dann bin ich auch schon drin und du kannst abdrücken. Einmal auf diesen. Ich? Hm? Da so? Ja, genau, das rein. Einfach so. Ganz rein, ja. Super. Das ist irgendwie ein intimer Moment. Ja. Ist schon vorbei. Alles war ist ja super. Das finde ich quasi so eine Art Adoptivvater oder so. Also ich sag auch zu den Kälbern, ich bin euer Vater. Ja. Ich fühle mich ein bisschen wie ein Vater. Ja. Okay, das war schräg. Dabei fällt mir ein, wie steht es eigentlich um das Image der Bauern? Wenn es jetzt um Landwirtschaft geht, ist es halt oft, also jedenfalls nehmen wir das so wahr, kritisch halt. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Was ist dein Bild von Landwirtschaft? Ja, ich denke jetzt auch wirklich drüber nach, wie es eigentlich mein Bild ist. Wie gesagt, ich glaube, ich habe ein ganz komisch. Isst du denn Fleisch? Ja. Okay. Ich weiß es eigentlich nicht. Ich merke, ich habe mir viel zu wenig Gedanken eigentlich darüber gemacht. Ich glaub, ich würdest du dann in den Schlachthof gehen wollen? Nee. Willst du nicht sehen wollen? Also wo ich zum Beispiel auch Probleme mit habe, ist, wenn Kühe gehen, die ich lieb habe. Ja, das wollte ich jetzt nämlich. Stimmt, das wollte ich die ganze Zeit schon fragen, wenn die Namen haben und so. Das ist, wir haben zum Beispiel auch eine geschlachtet, die hieß Emanuela. Und die kenne ich von Kalb auf an und sie schmeckt lecker. Ja. Und ich habe auch geweint, als sie gegangen ist. Aber ich weiß, sie ist super aufgewachsen. Also, dann hast du auch geweint, als du sie gegessen hast? Nee, das ging. Ja. Landwirtschaft. Schön. Aber auch ganz schön hart. So viel Arbeit. Und trotzdem kämpfen viele Milchbauern ums Überleben. EU-Verordnungen, Einzelhandel, Weltmarkt. Viel Freiraum bleibt da nicht. Ohne Unterstützung vom Staat kann kaum einer existieren. Ganz ähnlich eigentlich wie bei uns Künstlern. Wird so dargestellt, der kriegt doch so viel Subvention. Ärgert dich das, diese mediale Darstellung? Es ärgert mich deswegen, weil ich ja eigentlich gar keine haben will und möchte gerne lieber meine Produkte bezahlt bekommen, wie meine Vorfahren. Mhm. Das ist ja das. Das ärgert mich ja das, dass ich das überhaupt nötig habe, Jedes Jahr meinen Antrag zu stellen. Ja. Das ist der Bock hier. Komm. Ist das so ein gefährliches Schaf? Ich versuche weiterzukommen. Und dann warte ich lange, lange auf einen Bus. Langsam wird mir klar, hier brauche ich dringend wieder ein Auto.
BMW Club Ostfriesland. Klingt vielversprechend. Hier im Mormerland weht zwischen Autowracks und sonstigem Zeug der Wind von DIY und Selbstbestimmtheit. Auf seinem Hof gibt Benny Wendelken dem Verein ein Zuhause. Über Benny heißt es, Ostfriese sein, das sei für ihn das Höchste. Ich stehe ungefähr jeden Tag zweimal genau so vor meinem Auto, das gerade kaputt ist. Ich fahre so einen alten Benz. Und jetzt ist er endgültig im Arsch. Und wir stehen hier ohne Auto und müssen mit dem Bus fahren und trampen und laufen. Und ja, ist doch cool. Nein, ja, ist cool. Sicher. Du lernst du aus Friesland richtig kennen. Ja, wenn das du stimmt, schon mal hier stimmt, bist, das stimmt, ja. Laufen mehr Menschenkontakt dann, kannst du doch gar nicht kriegen. Ist wohl wahr. Dann kannst du mal sehen, wie freundlich die aus Friesland und wie hilfsbereit die sind. Sind so die Kleinigkeiten, die das Leben für dich lebenswerter machen dann? Ja, hier oben, ja. Ja, ich meine, guck dir das an. Ich habe 1,5 Hektar Land ums Haus. Ich habe einen großen Obstgarten. Meine Kinder können machen, was sie wollen, weißt du. Jetzt guck mal die Corona-Zeit in der Großstadt. Um Gottes Willen, dann sitzt du da in einer Wohnung mit 75 Quadratmetern und hast deine Kinder auf dem Balkon. Ja. Ich habe in der Corona-Zeit, wie der Lockdown war, meinem 11-jährigen Jungen Treckerfahren beigebracht. Geil, bringst du mir auch bei. Ja, ist kein Problem. Können wir machen. Kannst du mal so fragen. Was mache ich jetzt? Du Scheiße, ey. Soll ich jetzt mal Gas geben? Wo ist denn das Gas? So sagt das Ud, als Pastor vor 50 Jahren ein Karken vorne. Ja. Oh shit, oh Gott. Meinst du echt? Wie alt bist du eigentlich? 11. Ich habe ja da unten in Heidelberg gelebt. Ich habe gesagt, geh wieder nach. Aus Friesland, ich will Trecker fahren. Das war einer der Mitbeweggründe, weil da unten lässt sich schwer Trecker fahren. Und ich habe, seitdem ich 20 bin, nur Trecker. Immer. Ja. Immer mindestens pauschal 2 Trecker. Einfach nur, falls mal was ist, falls man mal was braucht. Ein Ersatztrecker. Es beruhigt. Wir sagen in Ostfriesland immer, Hemm ist besser als Bruten. Ich brauche jedenfalls dringend ein Auto. Für den BMW-Club hat Benny in sein Haus eine Vereinskneipe gezimmert. Beruflich repariert er große Schiffsmotoren und bereist dafür die ganze Welt. Boah, ich muss echt sagen, ich liebe wirklich einfach so den Geschmack, den Geruch und das Licht von Kneipen. Das ist einfach hervorragend. Finde ich gleich gut. Cheers, Mia. Benny, Prost. Ja. Aber genießt du es denn dann auch, wenn du woanders bist trotzdem? Oder ist es für dich unangenehm? Nein, ich fand das klasse. Dubai zum Beispiel war interessant. Singapur war ganz toll. Das sind ganz tolle Orte, das muss man einfach mal gesehen haben. Man arbeitet mit ganz anderen Kulturen, mit ganz anderen Menschen zusammen. Ja. Wenn man jetzt aus unserer, ich sag mal, ländlichen Gegend mit der, ja, die klingt, ja, deutschen Art, die wir haben, mit unserer Denkweise und unserer Herangehensweise an ein technisches Problem, auf einmal irgendwo in Singapur steht und hat 25 Inder um sich rum. Und man selber soll denen nun erklären, wie man dieses Problem behebt. Mir macht das Spaß, das ist interessant. Ich war jetzt vor einem oder zwei Jahren in Ägypten. Was mich absolut fasziniert hat, ich konnte meiner Tochter via WhatsApp Live-Bilder aus Ägypten, aus der Wüste schicken, von der Autobahn, wie da Kamele auf der Autobahn laufen. Mhm. Wenn ich mir überlege, dass ich hier mein Handy jetzt auf den Tisch legen kann und hier habe ich keinen Empfang, wenn du mich jetzt anrufen möchtest auf meinem Mobilfunkgerät, muss ich nach ganz hinten in die Werkstatt gehen. Ja. Ja, weil da hinten hier funktioniert mein Mobilfunknetz. Ja. Mobiles Internet ist teilweise gar nicht verfügbar. Ja. Und da muss ich mir überlegen, irgendwas ist ja in den letzten Jahren verkehrt gelaufen. Das ist ja eine Geschichte, eine politische Entscheidung gewesen. Fühlst du dich da auch von der Bundespolitik, sage ich mal, einfach nicht vertreten? Weil auch da ist ein Konsens. Die Leute fühlen sich fast alle eigentlich nicht vertreten. Das sind eigentlich Stadtpolitik, die da gemacht wird. Ist es auch. Ja? Sehe ich genauso. So wie wir hier regionalen Riesenproblem mit unseren Wieken haben. Das sind diese Kanäle, die wir hier haben. Ja. Die sind von Hand geschaffen worden, damit man hier das Moor abbauen kann, trockenlegen kann, damit man den Torf abbauen kann, damit hier überhaupt Menschen angesiedelt werden können. Und heutzutage lässt man es einfach links liegen. Du hast gerade so ein bisschen gestockt, als du gesagt hast, Deutsch. Hast du gesagt, ja, fühlst du dich nicht deutsch? Oder fühlst du doch, das Problem ist ja mittlerweile, man muss ja aufpassen, was man sagt. Das ist ja im Moment extrem geworden. Du darfst ja schon bald gar nicht mehr Deutsch sagen. Es ist so weit gekommen, bei mir an meinen Fahnenmasten hängt eine Ostfriesland-Fahne und eine Deutschland-Fahne. Ich bin neulich von einem älteren Mann darauf hingewiesen worden, ich möge bitte die Deutschland-Fahne abnehmen. Das wäre nicht mehr zeitgemäß. Was glaubst du, warum das dieser Mann zum Beispiel, was der daran verwerflich findet? Kannst du das ein bisschen verstehen oder so nachvollziehen? Ich glaube, dass hier ganz viele ein gestörtes Verhältnis zu ihrer Heimat haben. Ich bin überfordert.
Patriotismus ist mir fremd. Was aber super ist, Benny leiht mir ein Auto. Kannst nichts dran kaputt machen, hat keine Klimaanlage, hat keine Servolenkung, hat kein Schiebedach und keine elektrischen Fensterheber. Das musst du mir mal ein bisschen zeigen. Alles, was er nicht hat, kann auch nicht kaputt machen. Hier geht's auch. Selten habe ich mich so gefreut, wieder mobil zu sein. In den Städten mag das Auto immer überflüssiger werden. Auf dem Land gibt es aber immer noch keinen wirklichen Ersatz, stelle ich fest. Mit meiner wiedererlangten Freiheit mache ich mich auf den Weg Richtung Meer. In der Krummhörn soll es einen weitgereisten Holzbootsbauer geben. Ja, dann stehe ich wohl jetzt so. Ja, hallo, ist ja ein lieber Hund. Grüß dich, Andreas. Hey. Da stechen wir gleich in See, wir zwei, oder was? Die mit der Renaissance. Ja, genau, mit der Renaissance. Das wäre eine Renaissance, wenn wir mit der wieder in See starten würden. Ja. Also das ist leider ein Wrack. Ich kann es dir gerne schenken. Ja, ich würde es dann nehmen. Du machst Musik, vielleicht können wir ein Instrument draus bauen. Ja. So eine Windharfe oder so. Ja. So ein paar Saiten drüber spannen irgendwie. Und wenn dann so der Wind durchgeht. Oh, das wäre mal wirklich eine schöne Idee. Na, ist das eine super Idee. Das ist wirklich eine schöne Idee. Andreas ist ein echter Meister. Seine Leidenschaft für Holz und Handwerk ist mir sofort sympathisch. Schiffe bauen und restaurieren. Das passt in meine Vorstellung vom Norden. Ist das eine Werft, in der wir uns hier gerade befinden? Nein, das ist eine Bootshalle. Eine Bootshalle? Wir sind eigentlich eine fahrende Werft. Die Schiffstimmerie und Bootswerft Krause. Mhm. Schiffstimmerie ist plattdeutsch und heißt Schiffszimmerei. Ah, okay. So, weil wir eben am liebsten wirklich diese Schiffszimmerei betreiben. Mhm. Also mit Holz auch einfach arbeiten. Und vor allen Dingen eben auch, sage ich mal, in solchen Dimensionen. Mhm. Ich habe mir dieses Stück einfach mal beiseite gezogen, weil es auch noch diese traditionelle Nut hier hat. So eine kleine Kehle mit einem Rund. Das haben die früher alle so gemacht. Mein Meister hat das genauso gebaut. Dein Meister? Mein Meister. Was war der Meister für einer? Ich habe den Mann und diesen Beruf, ich bin da gnadenlos süchtig geworden. Total bescheuert. Totale Sucht. Ja. Ich träume manchmal von diesen Linien, die die Boote haben. Ja. Dieses Rund und da geht's rein. Wir nennen das ja Straken. Wir dürfen ja nichts Eckiges bauen. Straken, das kommt auch wieder aus dem Plattdeutschen. Vom Drüberstreichen. Ist das Arbeit für dich, was du machst? Ja, aber in dem Sinn, wie sagte der Chinese, dass du das, was du gerne machst oder wie, dann musst du nie einen Tag arbeiten gehen. So auf die Art und Weise. Ja. Das ist Arbeit. Doch, klar, logisch. Menschenskern. Ich werde jetzt dann irgendwann mal 60. Mir tut alles Mögliche weh. Es geht halt irgendwann einfach nicht mehr. Und das ist das was, was mich sehr beschäftigt. Also wie man, wenn man so eine Leidenschaft und so einen Idealismus in etwas hat, in sein Leben zu einem großen Teil etwas schenkt und widmet, das irgendwann auch loslassen zu können und zu sagen, ich mache, wie ist das für dich? Also ist das, fällt dir das schwer, der Gedanke? Es würde mir enorm schwer fallen, wenn es da nicht die Lehrlinge gäbe. Ich habe unheimlich Freude dran, wenn ich sehe, dass meine Jungs das so machen, wie ich das auch gemacht hätte und das ein gutes Ergebnis gibt. Und ich kann nachher daneben stehen und sagen, guck mal, das waren meine Leute. Ja. Das macht mich genauso stolz, wie es selber zu machen. Ja, 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 cool. Tatsächlich. Das darfst du fragen, den würde ich dir auch sofort geben, wenn ich sowas hätte. Die Bootsbauhalle wirkt auf mich fast wie ein Atelier. Ich finde ja auch schon überall Material, das gestaltet werden will. Doch Andreas besteht darauf. Sein Beruf ist eine Handwerkskunst, kein Kunsthandwerk. Zieh euch mal ein. Pass mal auf. An der Hobelbank immer wie beim Karate. Du musst einen festen Stand haben. Einmal so. Schon ein großes Maß an Geschicklichkeit haben. Also, mal, also ganz von vorne jetzt mal. Also. Ja, genau. Also, um dich anzuspornen, diesen wunderschönen Spiegelpin hat ein 14-jähriges Mädchen letzte Woche hier gemacht. Ja, da fühlt man sich doch gleich besser. Dann wollen wir mal gucken. Deswegen sagt man, Handwerk schützt vor Narzissmus. Du kannst dir noch so einreden, dass du der Beste bist. Wenn das nichts wird, dann wird das nichts. Andreas will mir zeigen, wo er wohnt. Ich höre seine Geschichte. Wie er an ganz unterschiedlichen Orten auf der Welt versuchte, Werften zu gründen. Nicht immer mit Erfolg. Bankrott, dann weiter. Er habe viele Länder bereist, sei auf Jamaika zum Raster geworden.
bis er sich vor 25 Jahren hier niederließ. Hier im ostfriesischen Nirgendwo. Am Arsch der Welt, ja, das sind wir. Da wollte ich nicht mal fragen, weil du sagst, das ist Jamaika und so, das war ja so eine schöne Erfahrung. Was hat Ostfriesland mit Jamaika gemeinsam? Die Freiheit. Ja? Die Freiheit. Du findest immer einen Dschungel, in den du dich verpissen kannst. Es ist die Freiheit. Die frische Luft, die Freiheit. Und wenn hier die Sonne scheint, dann scheint sie besonders. Mhm. Und wenn hier der Wind weht, dann weht er besonders. Mhm. Und wenn es regnet, dann regnet es manchmal aus allen vier Richtungen. Ich zeige euch mal den Rest der Sache. Also, das ist meine bescheidene Hütte, aber das Grundstück geht bis da hinten. Macker Trauben, Melonen und Trauben und mal so ein Frühstück. Ich bin mal die Rhone runtergefahren mit dem Schiff. Das Schiff war ziemlich groß und das war auch ziemlich spannend, das alles alleine zu handeln. Und so kam es, dass ich da bestimmt anderthalb Wochen gefahren bin und mit niemand gesprochen habe. Und das machen ja manche Leute, segeln alleine um die Welt oder so. Da hatte ich immer so ein bisschen Respekt und Bammel vor, konnte mir das nicht vorstellen. Und erwischte mich aber dann dabei, dass ich dachte, Mensch, das ist ja alles richtig gut. Ja. Der Trick ist, du musst mit dir im Reinen sein. Eben deswegen auch auf dem Land leben. Da ist niemand. Wenn hier einer vorbeifährt, kriege ich das mit. Das ist ja schon auch eine harte Aufgabe, mit sich im Reinen sein. Ne? Ja. Also wie bist du denn mit dir ins Reine gekommen? Oder warst du immer mit dir im Reinen? Also war Nein, das habe ich ganz früh schon gesagt. Ich bin mit mir zufrieden. Und wenn ich nicht mit mir zufrieden bin, dann werde ich mich ändern, dass ich wieder mit mir zufrieden bin. Mit sich zufrieden sein, finde ich schwer. Bin ich damit ungeeignet fürs Land? Ich arbeite mich weiter vor Richtung Küste. Jetzt, wo ich das Festland kenne, will ich wissen, wie es auf den Inseln ist. Borkum. Endlich. Eine von sieben ostfriesischen Inseln. Wie Sandbänke liegen die Inseln in der Brandung der Nordsee. Zwischen ihnen und dem Festland liegt das Watt. Hier bin ich nun also wirklich angekommen. Am geografischen Deutschrand. Und hier begegne ich Albertus. Er ist Musiker und Wattführer. Seine Vorfahren leben seit 500 Jahren auf Borkum. Es gibt einige Lieder, da müsste man mir echt viel Geld für geben, damit ich die spiele. So Seemannslieder und so spiele ich echt nicht so gerne. Ja. Nee, Shanties wohl, aber Seemannslieder, so Seemann lass das träumen und so, das weiß nicht. Ja. Das ist so ein weichgespülter Mist. Und der wurde von Leuten geschrieben, die von Seefahrt keine Ahnung hatten. Ja. Mhm. Shanties sind Arbeitslieder. Der Vorsänger singt zum Beispiel: Oh, when I was a little boy, so me mommy told me, to me, hey, haul away, we'll haul away, Joe. Geil, das ist echt super cool. Das ist ein Shanty. Und das hat ja voll den irgendwie Groove. Ne? Natürlich, es muss Groove haben, damit die Leute arbeiten. Ja. Gerade auf den alten Segelschiffen musstest du ja mit vielen Leuten Arbeitsgänge verrichten und da war das egal, wo die herkamen. Wenn die nicht ordentlich verrichtet wurden, bist du untergegangen. Das schweißt auch schon zusammen, wenn man nicht untergehen will. Ne? Ja. Ist das auch übrigens sowas, was dieses nicht untergehen wollen? Ich meine, hier so in Ostfriesland und auch auf so einer Insel kann ich mir vorstellen, was die auch erzählt haben da an Land, dass das schon auch immer das Meer schon echt eine Gefahr ist und diese gemeinsame Gefahr vielleicht verbindet. Ja, natürlich. Auch das. Wir sagen ja auch nicht, will nei will dieken, dem mut wieken. Wer nicht eindeichen will, muss weichen. Mhm. Das heißt, alle müssen sich am Schutz des Landes, müssen sich im Grunde alle beteiligen. Mhm. So war es auf jeden Fall früher. Ja. Wer das nicht machte, war außerhalb der Gesellschaft. Ja. Und das ist tatsächlich, finde ich, schon ein verbindendes Element, was die Leute hier auch geprägt hat. Ja. Wirklich geprägt hat. Ja. Ja. Nimmers kennen wir je heran,
Nein, ein weiter Weg sie sind. Eine Menge starke Kraften läutet auf den Stürmen. Jetzt will ich doch noch mal raus auf die See, quasi über den Rand. In Greetsiel steige ich zu den beiden Krabbenfischern Werner und Florian aufs Boot. Ja, Leute, moin. Ich will in den Sümpfen planschen. Am deutschen Rand, wo Witwen lanschen. Will Küsten küssen, wo die Stars ersaufen. Und Leichen lauschen der schnörkellosen See. Die See, frei von Orientierungspunkten. Im Takt der Gezeiten müssen die Uhren doch irgendwie anders laufen. Ich frag mal nach. Ich stell mir das so ruhig vor, und dass es einfach so die Zeit langsamer vergeht, sag ich mal. Die Zeit geht eigentlich schnell rum. Ja, man hat ja was zu tun, wenn man am Fischen ist. Man muss ja Kram verarbeiten. Ist ja so eine eigene Welt hier, so ein Fischgutter. Man ist ja mehr mit seinem Angestellten zusammen wie mit seiner Frau. Ja? So. Ich glaube, ich habe was im Netz. So, Lu. Was ist los? Okay. Nein. Legst ihn drum. Aha. Eins, zwei, drei. Boah, yes! Wie hart, ey. Krass, ich hätte nie gedacht, dass die so aussehen. Das ist eine Krabbe. Das ist eine Krabbe. Und das ist ein Wildling. Wildling fressen Krabben. Ja? Nicht gut, wenn die hier sind. Nee? Noch Glück gehabt, der Junge, ja? Das ist ein kleiner Kabeljau. Das ist ein Kabeljau? Mhm, ganz kleiner. Oh, ich finde die da so lecker. Kann weiter schwimmen. Kann ich auch mal einen werfen? Ja, nehmen wir einen raus, schmeißen wir. Ich rette dich. Nicht beißen. Oh, jetzt habe ich ihn ins Netz. Oh nein, ich habe ihn ins Netz geworfen. Oh Gott, ich habe den Fisch ins Netz geworfen. Und man denkt ja zumindest, wenn man wie ich so aus der Stadt kommt, dass ja, würde ich mal sagen, so ein bisschen der Gegenentwurf hierzu ist. Das ist so Freiheit, ne? Irgendwie so, das denkt man sich so. Ist das für dich so? Ist das frei? Freiheit? Also ich bin zum Beispiel, okay, wenn man das nicht anders kennt, dass der Stadt kommt, dann ist das vielleicht normal. Ja. Ich bin niemals in der Stadt. Nee. Warum? Was denkst du, was ist in der Stadt falsch für dich? Oder was? So viel Trubel, ja. Weil. Das hätte ich nicht gedacht, dass ihr die an Bord noch kocht. Das wissen wir. Allein schon wegen dem Geschmack. Wie mache ich das? Einfach mal so ein bisschen rühren. Das auch mal ein bisschen. So? Ja. Boah, lecker, du. Euch will ich alle haben. Die Beanspruchung an Bord ist stark. Das Gefühl von Freiheit aber auch. Zum Poolen gehen die meisten dieser Krabben nach Marokko, bevor sie hier wieder auf dem Teller landen. Möglichst vielen von ihnen sollte ich diese irrsinnige Reise ersparen. Gott schuf das Meer. Doch der Friese schuf die Küste, so sagt man hier. Ich war unterwegs in einer Landschaft, die vom Menschen geschaffen wurde und war bei Menschen, die vor allem eines machen, ihr Ding. Ach, Ostfriesland, die große Freiheit. Vielleicht sieht sie ja so aus. Mache das, was du gerne tust und sieh zu, dass du dabei ausreichend Weitblick hast. Das war sie also. Meine unglaubliche Expedition durch die Randgebiete der Republik. Am Ende sind es die Begegnungen, die hängen bleiben. Ich habe viel gelernt. Vieles hat mich überrascht, manches auch erschrocken. Angekommen bin ich nicht. Vielleicht ist die Kluft zwischen Stadt und Land gar nicht so groß, wenn wir reden, uns zuhören.